Da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute gibt es mich mal wieder in Ganzkörper, zumindest gleich, denn heute möchte ich mit euch einen kleinen Try-on-Haul machen. Ich habe nämlich wieder ein Paket von H&M bekommen und ich dachte mir, wir probieren heute gemeinsam die Sachen an. Wir sortieren heute gemeinsam aus, weil ich weiß schon, dass ich zumindest die Hose, die ich jetzt gerade anhabe, aussortiere. Aktuell muss ich einiges Neues an Klamotten bestellen, weil ich ein bisschen abgenommen habe und meine Garderobe irgendwie ein bisschen ändern muss, weil ich aus den Klamotten falle. Und wenn ihr alle jetzt sehen wollt, welche Klamotten ich bestellt habe und euch mit mir überraschen lassen wollt, was davon ich behalte und was nicht, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. Als erstes haben wir einmal eine Hose. Also der Pullover ist nicht neu, aber die Hose. Ich achte übrigens darauf, ich glaube, das habe ich beim letzten Video auch schon gesagt, dass ich die Klamotten immer von dieser Conscious-Reihe kaufe. Dabei habt ihr immer einen recycelten Anteil dabei. Hier ist es in dem Fall zum Beispiel 20% recycelte Baumwolle. Und ich habe hier eine Hose gekauft mit so einer High-Waist. Ich mag die ehrlich gesagt total gerne, weil die meine Beine so optisch schön verlängert. Was ich an der Hose auch mag, ist, dass die so schön fest ist. Und ich glaube einfach, dass die gerade für den Winter sehr, sehr schön ist. Ich habe die in der Größe 34 bestellt, aber sie gefällt mir überhaupt nicht. Was mir daran zum einen nicht gefällt, ist, dass sie einfach so gerade runterläuft. Ich mag einfach nur die Skinny Jeans an mir, die Skinny Hosen. Ich mag Leggings an mir total gern. Jeggings mag ich auch gern. Das sind diese Jeans Leggings. Ja, von der Länge her passt sie mir fast sogar. Obwohl ich sonst eher das Problem habe, dass mir Hosen zu lang sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Hose, die wird zurückgehen. Weiter geht's mit einer schwarzen Hose. Das ist eine Skinny Cheeky Push-Up Let's Close the Loop Hose. Und die ist anscheinend komplett recycelt. Finde ich mega. Und schwarze Hosen, finde ich, braucht man auf jeden Fall auch im Schrank. Ich bin nicht so der Fan von schwarzen Zughosen. Mag ich einfach nicht. Ich liebe einfach Jeanshosen. Und ich finde halt, so eine schwarze Jeans braucht man auf jeden Fall, wenn man mal irgendwie ein wichtiges Gespräch hat, bei der Bank, Vorstellungsgespräch, was auch immer. Dann ziehe ich am liebsten irgendwie eine schwarze Jeans an und dann kann man auch was Peppiges obenrum anziehen. Und genau, also zu lang ist sie obvious, aber mir sind alle Hosen zu lang. Ich schneide die meistens einfach unten ab. Und an und für sich mag ich sie, weil sie, ja, skinny ist. Aber ich finde, sie hat hier oben einen schlechten Schnitt. Also man könnte meinen, sie ist eng genug. Sie ist auch so ein bisschen elastisch. Also sie hat so ein bisschen Elastan mit drin, Gummi. Aber schaut mal, wenn ich mich so nach vorne lehne, dann sieht man schon direkt, dass sie mir zu groß ist. Und ja, sie sitzt auch einfach hier nicht gut. Also sie müsste eigentlich so sitzen. Und deswegen fällt sie für mich einfach auch aus. Weiter geht's schon mit der nächsten Hose. Was ich bei der cool finde, ist irgendwie die Farbe. Ich habe nämlich gedacht, die ist eigentlich so ein bisschen ausgewaschen schwarz. Aber schaut mal, wenn ich was Schwarzes daneben halte, dann ist sie fast so ein bisschen gräulich, anthrazit. I don't know. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Die Länge ist eigentlich auch ganz gut. Die passt mir fast. Aber leider ist sie mir auch wieder zu weit. Also wenn ich jetzt nicht gerade gefrühstückt habe oder so, dann ist sie mir auch wieder zu weit. Und ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll, Leute. Es ist eine 34. I don't know. Ich meine, sie heißt Curvy Jeggings. Also Curvy und ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier passt sie mir wirklich richtig gut. Ist sie auch wahnsinnig bequem, muss ich ehrlich sagen. Also sie hat so eine angenehme, lockere Elastizität, wenn man so möchte. Aber hier sieht es halt einfach fürchterlich aus. Hier sieht man einfach, dass sie mir zu groß ist. Wisst ihr, wenn ich jetzt das so hochziehe, dann geht es natürlich. Aber jedes Mal, wenn ich in die Hocke gehen werde, dann wird es sich halt einfach Stück für Stück hier runterziehen und es sieht aus wie nichts. Also leider ist es auch ein Pass. Weiter geht's mit einer Hose, bei der ich mir schon dachte, dass sie mir passt. Ich bin echt mega traurig, dass die ganzen Jeans nicht gepasst haben, aber hier haben wir eine Leggings. Da kann man eigentlich echt nicht viel mit falsch machen, außer dass der Bund hier manchmal dann tatsächlich auch zu weit ist. Ja, das ist auch hier tatsächlich der Fall. Also ich glaube, wenn ich an einem Tag habe, wo ich kaum was gegessen habe, dann wird ja auch ein bisschen wabbeln, aber das macht nichts. Mir sind nämlich sogar meine ganzen Leggings einfach zu weit geworden. Aber das ist natürlich auch klar, weil wenn man jahrelang die Sachen einfach wirklich jahrelang trägt, dann weitet sich das ja auch Stück für Stück. Die Leggings gefällt mir sehr gut. Mir gefällt es auch, dass sie so hochgeschnitten ist. Mir gefällt es auch, dass sie hier oben dann nochmal wie so einen breiten Bund hat. Und ich trage zwar meine Leggings nie mit einem Crop Top oder so, weil ich das einfach nicht mag, wenn man meinen Po so sieht. Keine Ahnung. Ich trage die immer mit einem langen Shirt, mit einem langen Pulli. Finde ich mega schön den Style. Die Länge ist bei mir natürlich auch bei Leggings so, dass ich das immer umkrempeln muss. Meistens krempel ich es einfach so nach innen um.
und dann passt es. Und im Winter, wenn ich meine Leggings anziehe, dann mache ich mir einfach dicke Strümpfe drüber und dann passt es auch. Und ja, die werde ich wohl behalten. Jetzt wieder mit einer Leggingsartigen Hose, und zwar also in einer Radlerhose. Habe ich euch in meinem letzten Haul auch schon gezeigt. Werde ich auch auf jeden Fall behalten. Die waren nämlich super runtergesetzt. Die haben von ursprünglich 8 Euro, ich glaube, nur noch 2 oder 3 Euro gekostet. Deswegen habe ich mir die einfach nochmal bestellt in allen möglichen Farben. Radlerhose finde ich einfach den perfekten Ersatz im Sommer für eine Leggings. Weil Leggings im Sommer ist mir einfach zu warm. Und Radlerhose ist irgendwie so ein guter Mix aus kurzer Hose und langer Hose, obviously. Und genau, einfach mit einem langen Shirt kombiniert, finde ich super gut. Und ich habe es mir diesmal in der XS bestellt. Letztes Mal war es eine S, weil mir die S hier oben ein bisschen zu weit war. Hier habe ich zwar ein bisschen schwabbel hier unten, aber das stört mich jetzt nicht so. Das wird sich schon weiten. Ich habe mir diese Farbe hier einmal bestellt. Dann habe ich mir noch so ein Grau bestellt, weil Grau geht auch immer. Und dann habe ich mir noch zweimal zum Grün hier bestellt. Irgendwie finde ich dieses Grün im Moment so cool. Und ich finde auch, dass es auf meiner Haut so schön aussieht, wenn man so ein bisschen braun ist oder so. Ja, das ist irgendwie eine Farbe, die ich im Moment total mag. Also davon habe ich mir 4 bestellt, weil ja, im Sommer, keine Ahnung, mag ich solche Hosen einfach. Ich hatte mir auch noch ein paar BHs bestellt. Die werde ich natürlich jetzt nicht anziehen. Ich zeige sie euch aber, ich hatte sie gestern schon an. Ich werde leider keinen davon behalten. Ich finde es total schwer, genauso wie Hosen, BHs zu bestellen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer so eine Größe dazwischen. Beziehungsweise im Moment habe ich anscheinend gar keine Größe. Ich dachte mir, ich habe ein A-Körbchen, aber im Moment habe ich anscheinend noch nicht mal das. Keine Ahnung. Ja, however, ich habe mir hier solche bestellt, solch einen BH. Und der ist wirklich richtig, richtig schön. Das ist einfach fast schon wie ein Top, wie ein Oberteil. Das sieht so ein bisschen Vintage-mäßig aus, ein bisschen verspielt und ja, sieht einfach super schön aus. Den gab es in den Größen XS bis L, glaube ich. Und da muss ich allerdings sagen, da war dieses Bändchen hier, das ist so ein Gummiband. Das war allerdings nicht so elastisch und das war mir sehr viel zu klein. Das hat dann auch hier alles ein bisschen abgedrückt, was mich aber nicht so gestört hat. Was mich aber gestört hat, war, dass es hier halt so abgedrückt hat. Hier unten diese Spitze geht dann eben auch noch ein bisschen hier unten lang. Das sah wirklich wunderschön aus. Das war immer so ein Doppelset. Das habe ich in 2 Farben bestellt. Einmal in diesem ja, hell-altrosa und in diesem schönen Grün, was ich gerade so mag. Aber wie gesagt, leider können sie für mich gerade nichts leisten. Auch die Größe S wird für mich nicht gehen, weil eben man leider die Nippel sieht, wenn mir kalt ist. Und das mag ich persönlich nicht. Da bin ich einfach wahrscheinlich ein bisschen zu verklemmt. I don't know. Ihr könnt mir mal sagen, ob euch sowas stört oder nicht. Deswegen werden sie leider für mich zurückgehen. Ja, leider auch ein Pass für mich. Also leider auch ein Fail. Dann habe ich noch 2 weitere BHs bestellt. Das sind so wattierte BHs. Und ich habe auch erst zu Hause gemerkt, dass das so mega krasse Push-Up-BHs sind. Also die haben wirklich so einen richtig krassen ja, Push-Up-Effekt einfach. Mag ich eigentlich nicht so gern, weil ich brauche das halt nicht. Ich finde die ganz schön. Ich habe mir auch extra mal in so einer Farbe bestellt, obwohl ich ja die Farbe an sich eigentlich nicht so mag. Aber weil die halt hautfarben sein sollen. Und ich finde, dass man so ein hautfarbenes Teil schon auch mal braucht. Gerade zum Beispiel, wenn man auch mal so einen Pulli anzieht, wie ich ihn heute habe. Dafür habe ich mir sowas eben mal bestellt und ich habe mir den in 2 Farben bestellt, in so einem ja, helleren und dunkleren Altrosa, wenn man so möchte. Ich finde beide ganz schön. Ich finde, jeder hat so ein bisschen was für sich. Leider sind sie mir zu groß. Also auch das Körbchen ist mir hier wieder zu groß. Auch wenn ich das hier hinten ganz eng schnalle, ich habe es hier wirklich die engste Stufe gemacht. Ich weiß ehrlich nicht, was da los ist, Leute. Ich kann es euch echt nicht sagen. Also ich habe den Umfang von 80. Der wird sich bei mir auch nicht verändern, weil hier an der Gegend nehme ich eigentlich so gut wie nie zu. Also zumindest habe ich da noch nie dazu genommen. Aber das Körbchen, keine Ahnung, ob es tatsächlich einfach ein Problem ist, was ich bei H&M habe oder ob es ein Problem ist, was ich generell habe. Aber vielleicht ist es auch dieser Schnitt von BHs, wobei ich eigentlich neulich einen von H&M, also der, den ich jetzt anhabe von H&M, der ist auch eher geschnitten wie die anderen, die ich euch gerade gezeigt habe. Der hat mir gepasst. Also wirklich sehr schade, denn ich brauche unbedingt neue BHs und ich finde es aber immer total nervig, BHs zu kaufen, gerade im Laden, weil ich das total nervig finde, mich komplett auszuziehen und ehrlich gesagt fühle ich mich im Laden dann auch immer so ein bisschen unbehaglich. Das nach Hause bestellen, I don't know, finde ich echt schade, dass die leider alle nicht gepasst haben. Aber ich habe die nächste Bestellung auch schon im Warenkorb. Dann habe ich mir eine Runde neue Slips bestellt, weil
Auch meine Slips sind mir natürlich zu groß geworden. Also was heißt natürlich? Ich hätte es ehrlich nicht gedacht. Aber ich bin ständig so am Zubbeln und ich mag ehrlich gesagt solche ganz normalen Schlüpper total gerne. Also ich mag diese Hotpants-Schlüpper total gern. Ich mag auch Stringtanker total gern. Aber manchmal sind die mir einfach zu anstrengend. Gerade an manchen Tagen des Monats. Und ich habe mir einfach solche Shorties gekauft in der Größe XS. Die habe ich jetzt auch nicht anprobiert. Ich werde die einfach in die Wäsche schmeißen und dann ist gut. Da gab es 10 Stück und ich glaube, die waren sogar auch im Angebot. Und ja, habe ich auch gekauft. Werde ich auch behalten. Weiter geht's mit einem Teil, was ich nur ganz kurz anziehen kann. Ich weiß gerade nicht mal, ob ich es schön finde. Ich kann es wirklich nicht lange anhaben, weil es mich ganz doll kratzt. Ich muss es wieder ausziehen, okay? Zeige ich es euch. Oh. Ist Polyester und trotzdem kratzt es mich ganz arg. 92% recycelt, was ich auch wieder mega cool finde. Ich habe es in der Größe XXS gekauft, trotzdem ist es mega groß. Ich mag ja total solche oversized, ja, Boyfriend Holzfällerhemden. Das ist halt echt richtig schön warm, auf warm gemacht. Also es ist wirklich richtig schön dick. Es ist auch eher fest. Es ist sehr lang, es ist sehr weit. Ich finde es echt mega cool. Ich finde auch die Farben irgendwie mega cool. Ich finde es auch schön, dass es so lang ist. Aber ich kann es leider echt nicht tragen. Es kratzt so arg. Also für mich persönlich, ich kann auch keine Wolle anziehen, weil es mich instant kratzt. Also wenn jemand mit einem Wollpullover kommt und mich umarmt, dann ist es ganz, ganz schlimm. Ich bin mir sicher, für andere ist es weich. Wenn ich es so anfasse mit den Händen, dann finde ich es auch weich. Aber sobald ich es auf der Haut hier, auf dem Arm hatte, es war auch ehrlich eigentlich nicht ganz günstig. Ich glaube, das hat so 40, 50 Euro gekostet. Aber es ist ja auch eine Jacke, ne? So wie eine Übergangsjacke. Ich hätte es jetzt ehrlich eh nicht gebraucht unbedingt. Aber ich finde es halt einfach echt so ein Statement-Piece, weil die Farbe auch so cool ist. Dieses dunkle Blau und das dunkle Grün. Ja, schade ist es, aber so ist es halt. Dann habe ich noch was Schönes für den Winter. Ich liebe diese Fell-Teddyjacken total. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar von diesen Teddyjacken und ich liebe sie wirklich total. Ich habe aber noch keine, die so lang ist. Also ich habe jetzt hier so einen richtigen Mantel bestellt. Ich habe immer das bei anderen gesehen und ich dachte, das sieht so cool aus. Und ich hatte aber immer Angst, dass wenn ich das anziehe, dass ich dann so klein wirke, ne? Aber ich finde tatsächlich, ich habe mir jetzt einfach mal einen bestellt, weil ich dachte, ich finde tatsächlich, dass es mich sogar lang macht. Und ich glaube auch, wenn ich dann im Winter so ein paar Boots anhabe, die dann vielleicht so ein bisschen hochgehen auch, dass es einfach echt mega cool aussieht. Und ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Ich habe ihn in der Größe XS und XXS bestellt. Habe die XXS jetzt an. Und ich finde, dass sie mir großartig passt. Die sind wirklich einfach so kuschelig, so schön warm, wenn man sich dann so richtig schön einmummelt im Winter, noch einen schönen Schal drum. Und ja, ist auf jeden Fall ein richtig schönes Teil. Ich habe auch gerade schon mal geschaut. Außen haben wir 50% recyceltes Polyester und innen 100%. Bleibt auf jeden Fall. Ich hatte auch noch bei H&M Home mal reingeguckt und habe mir mal Bettlaken bestellt. Ich habe nämlich schon immer mir auch auf meine Amazon-Wunschliste zum Geburtstag und so Bettlaken gelegt, weil ich habe immer so die ganz günstigen gehabt, ne? So von Lidl und sowas alles. Aber die gehen einfach kaputt, gerade auch wenn die Katzen drauf spielen und die spielen super gerne mit dem Bettlaken, wenn wir die Betten neu beziehen. Aber es macht wirklich einen Unterschied, wenn man teure Bettlaken kauft, teure Bettwäsche. Da kommen einfach nicht so die Löcher rein. Und ich habe mir jetzt hier mal zwei bestellt, und zwar 1,80 x 2 Meter. Wir haben so ein ganz großes Bett. Einmal hier so ein Spannbettlaken und dann hier so eins zum quasi selber beziehen. Die finde ich auch sehr schön. Ich weiß auch, wie das geht. Ich habe im Hotel gearbeitet und ich glaube einfach, dass beide eine super schöne, so ganz glatte und eher kühle Struktur haben. Wisst ihr, diese einfach diese schöne, die man auch so aus dem Hotel kennt. Deswegen habe ich die auch beide bestellt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir beide behalten oder nur eins von beiden und wenn ja, welches. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Machen wir nochmal weiter mit ein paar Hosen. Ich habe ja nicht nur eine Leggings bestellt, weil ich liebe ja Leggings, habe ich ja schon erzählt. Die habe ich jetzt auch schon an, eine High-Waist-Leggings. Im Grunde genommen eine ganz normale, die hat hier so einen ganz stinknormalen Bund. Die passt mir auf jeden Fall ein bisschen besser, die ist fast sogar ein bisschen eng. Das ist eine XS und ja, eine ganz normale Leggings. Auch die ist mir wieder viel zu lang. Ist natürlich auch alles sofort mit Katzenhaaren voll, wie immer. Ich mag es, wie gesagt, dass sie so hoch geht. Manchmal sind die Leggings ja auch nur so kurz und dann rutschen die immer so runter und das mag ich gar nicht. Ja, die wird auf jeden Fall auch bleiben. Weiter geht's nochmal mit einer richtigen Hose. Und da war ich jetzt im ersten Moment überrascht, als ich sie ausgepackt habe und jetzt nochmal überrascht, als ich sie angezogen habe. Als ich sie ausgepackt habe, war ich überrascht, weil die so leinenmäßig ist und weil die beim Auspacken aussah wie so ein Sack. Und jetzt war ich überrascht, dass sie eigentlich doch ganz gut aussieht. Also, es ist eine Velour-Hose und im Moment stehe ich so ein bisschen auf diesen
auf diese weiten Hosen, die so schön glatt fallen, weil ich habe gerade anscheinend eine gute Figur dafür. Und wenn die so hochgeschnitten sind, dann gerade wenn ich so einen Crop Top anziehe, ich habe zwar jetzt gerade keins an, aber ich habe es einfach mal so ein bisschen hochgerafft, dann finde ich, macht das einfach extrem schön lange Beine. Und irgendwie gefällt es mir gerade. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Deswegen würde ich euch mal bitten, stimmt doch mal unten ab, ob ich die Hose behalten soll oder nicht. Die Velour, die schwarze Velour-Hose. Was ich auch ganz geil finde gerade ist, dass die Hose so kurz ist. Wahrscheinlich normalerweise bei normalen Menschen sitzt die so. Ja? Bei mir sitzt sie halt auf einer normalen Länge. Vielleicht habe ich sie auch genau deswegen bestellt. Also bei mir sitzt sie halt so. Und eigentlich finde ich das aber für den Sommer genau richtig. Mein kaputter Strumpf hier unten. Das ist ein Zuhause-Strumpf. Ich finde es ehrlich richtig cool. Und wie gesagt, jetzt gerade für den Sommer. Mit ein paar Latschen, vielleicht aber auch mit ein paar schönen Satzschuhen. Würde ich mir auch ganz schön vorstellen. Auch mit ein paar Turnschuhen. Eigentlich ganz cool, oder? Was meint ihr? Soll ich sie behalten oder soll ich sie zurückgeben? Ist auch natürlich wieder recycelt. 70% recycelt. Also, stimmt ab. Und jetzt kommt noch das Lustigste zum Schluss. Und ich frage mich wirklich, H&M, was habt ihr euch dabei gedacht? An dem Model sah es wirklich cool aus. Und ich dachte mir, ich brauche das unbedingt. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das für zu Hause brauchte oder für draußen. Was ist das? Also zum einen ist der Schnitt richtig komisch. Zuerst dachte ich, ich krieg es gar nicht an. Zuerst dachte ich auch, das geht nur bis hier. Und dann habe ich so ein bisschen hochgerafft. Und das ist hier wirklich extrem eng geschnitten. Extrem eng. Dann habe ich festgestellt, das geht ja doch hier richtig hoch. Hier ist es weit geschnitten. Hier ist es wieder so mit so einem Gummi weit. Also irgendwie eng. Hier ist es wirklich so, dass ich das so richtig wie so eine Strumpfhose hochziehen musste. Das ist so richtig, richtig eng. Aber eine Strumpfhose ist ja wenigstens elastisch, hier nicht. Und dann ist die auch irgendwie so lang. Also ich meine, gut, bei mir ist ja alles zu lang. Aber und dann sieht es auch so komisch aus. Was soll das? Also ich meine, lustig ist es, ne? Und vielleicht habe ich mir auch gedacht, so was Kuscheliges für zu Hause. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich habe ja nun eigentlich auch eine schöne Figur, aber das sieht auch einfach so doof aus. Keine Ahnung. Vielleicht muss man das auch so tragen. Keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, das geht wieder zurück. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß mit euch und werde jetzt meine ganzen Sachen wieder eintüten. Das ist auf jeden Fall auch immer eine ganz schöne Arbeit. Ich habe ja zwei Pakete bekommen, aber ich habe mittlerweile das System rausgefunden, wie die Sachen so beschriftet sind und so weiter. Wenn ihr weitere solche Hauls sehen wollt, solche Try-on-Hauls vor allem auch, dann schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, lasst dem Video auch ein Like da, ob euch das überhaupt interessiert. Wenn es euch nämlich langweilt, dann lasse ich es. Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz doll fürs treue Zuschauen bis hierhin. Aufs nächste Video mit euch und bis dahin sage ich wie immer, bis bald. Bye bye.